Ja, hallo Freunde und willkommen zurück bei World of Tanks. Lustigerweise beginnen wir schon wieder hier in Himmelsdorf, so heißt die Stadt, glaube ich. Und wir warten auf andere Spieler. Das kann sich also noch einen Augenblick ziehen. Ja, letztes Mal war ich ja ganz gut hier in der Stadt. Verhältnismäßig, für meine Verhältnisse zumindest. Ich habe sie überlebt, sagen wir es so. Schlicht und einfach. Schauen wir mal, was wir heute hinkriegen. So, noch müssen wir einen Augenblick warten. Das ist für mich immer so das Schlimmste an diesem Spiel, diese 30 Sekunden Startzeit da. Am Anfang läuft ja doch Musik in der Map. So, ich fahre jetzt gleich zu einem zentralen Platz. Wahrscheinlich das Dämlichste, was ich machen kann. Überall wird schon geballert. Der Funny ist nicht dabei. Ich nehme erstmal wieder so eine Nische da oben. Nickerchen oder was? Wirkungstreffer. Okay, zumindest haben wir ihn angeschraubt, ne? Ja, nochmal werden wir es nicht da hoch schaffen. Aha, da beschäftigt sich wer anders mit ihm. Ich versuche es nochmal. Nachgeladen sollte sein. Hier sehe ich nichts. So eine Schande. Oh, da oben sind sie. Kommen oben rum. Fahren nicht zu unserer Fahne. Aber zwei Panzer stehen noch an unserer Fahne. Unten rechts sind die kleine Map. Da könnt ihr das erkennen. Auseinandergenommen. Oh, gutes Team hier. Hinten wird vorhin auch einer angezeigt. Mist, ich will auch mitspielen, aber wenn ich davor fahre, bin ich wahrscheinlich hin. Oh, 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 ja, komm weiter. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Oh, wir hier. Haben sie nicht mal angekratzt. Ja, ich wusste es. Immer auf die Kleinen. Puh. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Also vorne tue ich dem nichts. Oh. Ich gehe ja schon. Komische Geräusche. Oh, der knallt aber gut was raus, wie es aussieht. Na gut. Stürzen wir uns rein. Oh, okay. Der Angstgegner ist weg.
Basis verteidigen. Ich sehe keine an unserer Basis. Doch, da rollt wirklich wer zu unserer Basis. Aber ich glaube, ist er schon zweimal tot. Jawohl. So eine Schande. Naja, ich habe mich auch schon schlimmer geschlagen. Okay, nur noch drei aus unserem Team da. Ich dachte anfangs eigentlich, dass es ganz gut für uns läuft, aber das ist gerade wahrscheinlich auch die Sirene. Ja, eigener Stützpunkt wird erobert. Dann können wir auch noch kurz abwarten, wie das hier ausgeht. Interessen halber. So, wir haben noch zwei Jungs, die sind hier sehr weit hinten. Wir werden es natürlich nicht mehr zur Fahne schaffen. Oh, er hat was an seiner Optik hier getan. Nett, nett. Funke ausgefallen. Signalreich. Oh, was hat er denn da für ein fettes Ding? Muss doch noch so eine Lafette sein. Ah, wir gehen wieder. Okay, die Schlacht ist verloren. Auch das gehört dazu. Ein paar Punkte gab es trotzdem. Teamauswertung. Naja, ist das hier... Na gut, kommt jetzt drauf an, nach was man sortiert wahrscheinlich. Egal. Was soll's. Reparatur benötigt. Ja, ich habe ein neues Spielzeug mir gekauft. Automatisch reparieren. Automatisch nachladen. 15 Schuss kann der nur mitnehmen. Boah, 4000 kosten die. Okay, das lassen wir. Was wollen wir denn mitnehmen? Kann ich mir ja gar nicht leisten. Kleine Ersatzteilkiste. So, jetzt spielen wir auch mal Lafette. Ich habe mir hier so einen kleinen Kübel gekauft, das Einzige, was ich mir leisten konnte, was ich konnte. Und mit dem Ding schippern wir jetzt mal ins Gefecht. Mal gucken, was der Funny hier als Dosensniper kann. Das auf so einer undurchsichtigen Karte hier. Wir werden gleich erstmal, ne? Plan A, B und C sind. Ich verstecke mich in dem Gebüsch und schaue, dass ich auf irgendwas ballern kann aus der Entfernung. Und dann werden wir rausfinden, was das Ding hier kann. Ob der richtig Wumms hat. Ich kann den Turm nicht drehen. Das ist so das Interessante. Ja, also er hat keinen Turm, wie ihr seht. Okay, da schlagen schon die Bomben ein. Das haben sie schön gemacht. Los geht's! Aber hallo, ja, Traumgeschwindigkeiten, das Ding. Ah, jetzt kommt er ins Rollen, okay. Na, weiter, weiter, weiter. Du kannst es schaffen, du kannst es schaffen. Du kannst es die ganze Schlacht lang schaffen. Okay, da ist eine Fahne, wo ist der Gegner? Wow, jetzt rollt er aber schnell, ja. Ah, runter von der Straße. Mein Gebüsch, du Sack. So, der braucht auf jeden Fall sehr lange, um den Cursor hier zu finden. Wird geballert, aber ich sehe nichts. Ich könnte es natürlich taktisch gesehen hier in der Nähe unserer Fahne bleiben. Stützpunkt ist und könnte den verteidigen. Aber, ne, dann langweilen wir uns zusammen hier. Okay, es gibt definitiv einen Gegner in der Richtung. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Raten, was ich hier mache, oder?
Okay. Oh, da fällt auch einer. Erstmal drehen. Mein Rasenmäher-Trecker ziehe ich schneller in den Krieg als mit dem Ding hier. So, ich muss erstmal rausfinden, wie ich damit überhaupt ziele. Okay, ich würde ja ganz gerne mal so einen Bombeneinschlag hier sehen, um einfach mal zu wissen, was ich tue. Ja, ihr seht es aber auch relativ lange, bis er rum ist dann. Und er lädt immer noch nach. Oh Gott. Stimmt ja, ich bin gerade auf die Nachladetaste an meiner Maus gekommen, also sprich die R-Taste. Jetzt fährt er hier alleine. Ich und diese Lafette hier werden keine guten Freunde, das weiß ich jetzt schon. Aber wer weiß. Wenn der eine Schuss, der da rauskommt, so richtig Wumms hat, dann... Jetzt habe ich den Wumms auch mal gesehen, okay, wie er schießt. Tucka, 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 tucka. Okay, mein Team geht diese Schlacht hier gerade wieder sehr strategisch an. Ich bin ja mehr so... Und er lädt noch nach. Oh Gott, lädt er lange nach. 33,48 Sekunden lädt er nach. Oder wie sehe ich das? Mal Schuss ins Blaue hätte ja mal was sein können. Oh Mann, okay. Ja, was soll ich da sagen? Wie geht das jetzt hier? Wer hält am längsten das Warten aus? Oder wie ist die Strategie in dieser Schlacht? Hält einer nicht mehr aus. Tja, aber wieder nichts getroffen. Ja, er ist auch schon wieder. Ah, jetzt taucht ihn langsam Feinde auf. Ich bin nicht so weit. Lad doch schneller nach. Schneller. Noch 10 Sekunden. Ich wusste, dass das passiert. Ran kann. Ach, was ist das denn? Was kann ich denn hier machen? Ich werde nur noch rausfinden, wie ich so den Gegner sehe. Ich sehe die Karte jetzt irgendwie von oben. Das wäre ja richtig genial. Oh ja, da sehe ich was. Lade nach, lad schneller nach. Hab ich jetzt oben in die Hütte geschossen oder was? Ach, ist das nett. Ach, ist das nett. Das heißt, ich kann jetzt mich dann irgendwo verstecken und kann so meine Gegner suchen, oder wie sehe ich das?
raus. Da ist doch einer. Komm, ich will auch mitspielen. Komm, lass mich schießen. Komm, lass mich schießen. Oh, das war bestimmt meiner, der da oben reingehauen hat. Ja, cool. Wie cool ist das denn? Okay, ich habe gerade doch ein bisschen Spaß an dem Ding hier gefunden. Die Gegner wiederfinden ist zwar immer so eine Sache für sich. Ja, genau. Unsere Fahne. Unsere Leute. Da drüben waren wir eben. Okay, jetzt zieht sich auch so eine Art Cursor wieder zusammen. Wie ihr seht, und dann werde ich immer zielgenauer. Ich sehe keinen Feind. Oho. Coole Nummer. Mögen sie sich versteckt haben. Okay, ich weiß nicht, ob das für euch spannend ist, aber ich finde das gerade total genial. Mal so am Mausrad drehen und reinzoomen ist ja schon ja, nicht so super effektiv. Okay, auf der Map unten sehe ich, dass unsere Panther sich langsam fortbewegen. Eben war er hier in dem Bereich. Genau, und unten an der Map kann ich mich dann auch besser orientieren. Das wird geschossen. Ja, okay, ist jetzt hier so ein bisschen Satellitenguckspielchen. Das wäre bestimmt was für den Magnum hier. Diese Art Snipern. Leichter geht ja gar nicht mehr. Es gibt noch drei Gegner. Irgendwo müssen sie ja sitzen. Wenn sich jetzt hier auskennt in dem Spiel, würde man jetzt wahrscheinlich wissen, an welche Punkte man hier ballern muss, weil die sich da drin verstecken könnten. Wo würde ich mich denn verstecken? Gut, da sitzt keiner. So viel wissen wir schon mal. Ja, dann sind wir wieder bei den elenden Wartezeiten, die ich ja gar nicht leiden kann. Jetzt gibt es einen neuen Gegner auf der Map. Ich nicht bereit bin. So, da irgendwo muss er sitzen. Immer noch eine Gebäude. Oh, jetzt haben sie ihn platt gemacht. Wie gemein. Aber zwei weitere sind noch da. Irgendwo. Weg zu überfahren, dann habe ich ein Problem. Ja, ein Geduldspielchen. Überhaupt nicht für mich. Da ist er, meinst du? Aber nix. Gut. Ich roll mal nur eine Runde näher. Ich höre auf einmal Musik. Was ist das? Schön, könnte die nicht die ganze Zeit laufen, die Musik? So, neues Gebüsch, neues Glück.
Wenn ihr euch jetzt fragt, findet der Fanny das toll? Nein, ich finde das auch irgendwie langweilig. Aber dass das hier geht, finde ich toll. Nur, dass ich jetzt keine Gegner habe, an denen ich es testen kann. Unsere Fahne angegriffen. Wow, was mache ich denn hier? Jo. Ja, ich kann ganz gemütlich drehen, denn wir sind ja eh noch am Nachladen. Ja, komm, dreh dich rum. Wo ist meine Fahne? Das ist meine Fahne, aber wo ist der Feind? Ein Stützpunkt wird erobert, aber ich sehe keinen. Da meinst du? Oh, das ging ja voll in die Hose. Jetzt verlieren wir gleich, aber gut, ich kann nichts machen. Ich meine, ich kann ja nur schießen mit dem Ding hier. Oder habe ich irgendeine Zweitwaffe? Ich glaube ja nicht. Nein. Gleich ist die Nummer hier verloren. Komm, zieh dich zusammen, zieh dich zusammen. Habe ich denn heute immer mit dem Escape hier? Ja gut, wir losen. Jetzt sieht man ihn erst. Aber jetzt habe ich keinen Schuss mehr. Da steht er an der Seite. Tja, verloren. Ja, haben sie verdient gewonnen, kann man nicht anders sagen. Da haben wir uns ablenken lassen. Ja. Was soll's? Auch so kann es passieren. Gut, war jetzt gerade nicht die spannendste Runde. War aber trotzdem für mich persönlich ganz interessant, jetzt mal herauszufinden, wie das Ding überhaupt funktioniert. Ich sehe auch gerade, dass der Clumsy da ist. Ich werde mal lesen, was der mir so geschrieben hat. Und ja, euch wünsche ich alles Gute und sag, haut rein und bis die Nächte.